Viel Platz für Autos, wenig für Fußgänger. Diese Mutter geht deshalb auf der Straße, genauso wie der Postbote da hinten und dieser Rollstuhlfahrer. Zugeparkte Fußwege wie hier in Findorf, ein stadtweites Parkkonzept soll das eigentlich beheben. Der Senat schreibt allerdings in seiner offiziellen Antwort an die Regierungskoalition, dass das noch mindestens 8 Jahre dauern wird. 8 Jahre? Eindeutig zu lang, findet der grüne Klimapolitiker Philipp Bruck. Er fordert, dass zumindest das illegale aufgesetzte Parken auf Gehwegen früher unterbunden wird. Liebe Kolleginnen, es ist Aufgabe des Senats, geltendes Recht umzusetzen. Es ist Aufgabe des Senats, Beschlüsse dieses Hauses umzusetzen. Das Problem des aufgesetzten Parkens anzugehen, ist Aufgabe der Verkehrsüberwachung des Innenressorts. Und mit dem, was bisher passiert ist, können wir nicht zufrieden sein und sind wir auch nicht zufrieden. Bereits 2020 hatte die Bürgerschaft den Senat beauftragt, das Parken in Bremen neu zu ordnen. Hier am St.-Jürgen-Krankenhaus ist bereits zu sehen, wie das funktionieren könnte. Anwohnerparken eingeführt, Parkplätze deutlich gekennzeichnet, Stellplätze für Fahrräder geschaffen. Außerdem wird mehr kontrolliert. Deshalb mahnt der SPD-Innenpolitiker Kevin Lenkheit auch die Aufstockung des Kontrollpersonals an. Der beschlossene Aufwuchs auf zukünftig 55 Stellen ist zwar de facto eine Verdopplung zum heutigen Status, aber wir sind immer noch weit entfernt von den gewünschten mindestens 100 Verkehrsüberwacherinnen für unsere Stadt. Innensenator und Mobilitätssenatorin verfolgen die Kritik an ihrer gemeinsamen Verkehrspolitik angespannt. Maike Schäfer betont, dass Fußwege nur gegen massive Widerstände von parkenden Autos befreit werden könnten. Die StVO, die ist ziemlich klar. Danach geht das aufgesetzte Parken nicht. Und wenn man diese konsequent umsetzen oder ahnden würde, dann würde das nämlich genau das bedeuten, dass man in den engen Straßen nur rechts auf der Straße parken darf, aber nicht mehr links. Das wäre die konsequente Umsetzung der Straßenverkehrsordnung. Aber da kann man sich vorstellen, dass das nicht überall auf Akzeptanz stoßen wird. Verschärfen wird sich die Parkdiskussion spätestens im Dezember. Dann entscheidet das Oberverwaltungsgericht, ob aufgesetztes Parken in ganz Bremen konsequent unterbunden werden muss. Gegen alle Widerstände und so fort. Nicht erst in 8 Jahren.